Und damit willkommen zurück. Aus irgendeinem Grund hat er leider nicht aufgenommen. Was dazu führt, Ihre Befehle, Kommandant! dass ich jetzt hier alles nochmal machen darf. Jetzt gucke ich aber nochmal. Aufnahme läuft, das läuft, Bild ist zu sehen, gut. Eigentlich schade. Ich hatte nämlich schon so ein bisschen was gesagt gehabt. Von diesem ganzen Zeugs werde ich jetzt allerdings nichts mitbekommen. Weil wiederholen kann ich es nicht, selbst wenn ich wollte. Das ist so, ich bin so in einem Redefluss drin dann, wisst Ein ihr? Energieanstieg von Wo enormen ich Ausmaßen wurde über meinen entdeckt. Einfluss rede, auf Menschen, passiv, aktiv, so, bla bla bla. Und das entwickelt sich einfach, wie ein Gespräch mit jemandem. Das steuere ich nicht wirklich, wo ich Kommandant, jetzt sage, Feinde im boah, das Anzug will ich noch erfasst. sagen, das will ich noch sagen, das will ich noch sagen. So ist es, ne? Jetzt ist es halt weg. Aber, da ich eh der Ansicht bin, vieles passiert genauso, wie es sein Weitere soll. Forschung Für mich nötig. jetzt Mehr persönlich. Kristalle benötigt. Zumindest denke ich, dass man in die auf die Mehr Kristalle benötigt. in die Situationen kommt, die einen dazu befähigen, etwas zu lernen, was man in diesem Leben unbedingt lernen sollte, will oder muss. Irgendwie so. Und nachdem jetzt hier Wir sind die bereit. Aufnahme nicht funktioniert hat, bin ich der festen Überzeugung, es sollte nicht sein. Das, was ich zu sagen hatte, war jetzt noch nicht für eure Ohren bestimmt. Das kann man jetzt so oder so sehen. Vielleicht war es auch einfach bloß ein Zufall, meine Schusseligkeit, dass ich nicht auf den Button gedrückt habe. Aber die Auswirkungen sind eben, dass ihr jetzt das, was ich erzählt habe, nicht hört, sondern jetzt das hört, was ich jetzt erzähle. Etwas ganz anderes. Etwas ganz anderes. Phasensprung auf Ob mein das jetzt ein Signal. Zufall ist oder da ein größerer Plan dahinter steckt, jetzt nicht Gottes Plan oder so, das ist nicht so mein Glaube, aber irgendwas, was ihr wissen Alle Energie auf musstet. den Oder Sprunganstieg. nicht wissen solltet? Phasensprung Wer weiß. abgeschlossen. Wer weiß. Was ich weiß, ist, dass wir jetzt hier Krieg führen. Wir greifen jetzt hier diesen Asteroiden an. Matsuda. Den hauen wir jetzt weg. Es wäre cool, wenn ich mit Tab durch die Planeten switchen könnte, aber das geht nicht. Also muss ich sie alle einzeln durchklicken. Es gibt da mit Sicherheit einen Hotkey, aber ich kenne ihn halt nicht. So, Veruna, die magnetische Wolke. Fähigkeiten aktiviert. Okay. Was ich weiß, was ich gemacht habe, war, ich habe hier. Mehr Kristalle benötigt. Ich habe hier. Das habe ich Forschung gemacht. abgeschlossen. Ja. Da hatte ich nämlich das Geld zu. Dann ist die Instandhaltung zwar bei 75%, was teuer wie Nommel was ist. Na, ich habe jetzt Gesamteinkommen von 70,5 pro Sekunde. Bin bei Instandhaltung 47%. Das heißt, das wird Nommel. Ja, da geht nochmal ordentlich was weg. Wahrscheinlich 20 bis 30. Kann ich noch Prozent rechnen? Ich denke mal, so Phasensprung 20 auf bis mein 30 wird Signal. da weggehen. Vom Einkommen. Und hier genauso. Das ist halt so einiges. Gut, Alle dafür wird Energie meine auf den Flotte größer. Sprunganstieg. Und ich werde den Grünen natürlich komplett assimilieren. Eigentlich werde ich ihn vernichten und mich dann dort niederlassen. Deswegen kann man nicht wirklich von einer Assimilation sprechen, denke ich. Aber, naja. Ich werde noch nicht konvertieren. Ein Energieanstieg Nee, von ich enormen werde ihn Ausmaßen wurde ausradieren entdeckt. und dann dessen Platz benutzen, um meinen eigenen Einfluss dort aufzubauen. Das ist was ganz anderes. Da gibt's aber mit Sicherheit auch ein Wort für. Fällt mir jetzt aber nicht ein. Feuer So. bereit. Reichweite erfasst. Sternenbasis. Ja, die kriegt gleich aufs Maul. Gibt's euch die Sternenbasis. Enttäuscht uns nicht in dieser Oh, Sache. was wollt ihr denn? Ah, das geht! Der Lila, ne? Warte, warte, warte. Lila? Nee, das geht nicht. Keine Chance. Was? Ach so, die wollen. Ausgezeichnet. Sie sind doch vielversprechend. Ja, ich weiß. So, die Sternbasis kriegt ordentlich aufs Maul. Schaut sich das an. Ich finde es schön, wie sich der Titan mit der starken Seite Kommsat hat Feinde im Anflug zugewandt erfasst. hat. Der Sternbasis hier mit der starken Seite. Ich finde auch das Licht cool, das sie gemacht haben. Schaut mal, auf der Seite, da hinten ist irgendwo die Sonne.
Jetzt bleib doch mal stehen. Jetzt dreht er halt. Da hinten irgendwo muss die Sonne sein. Da. Ja. Also nein, nicht die Sonne, der Stern. Ah, unser Stern heißt halt Sonne. Das ist so verwirrend manchmal. Glaube ich. Die Sonne ist doch ein Stern. Der Sonne heißt. Es gibt keine Sonnen, sondern nur Sterne. Und das ist halt ein Stern, der unserer Sonne ähnelt. Also so ungefähr, oder? Ich bin mir da jetzt echt nicht sicher. Gibt es Sonnen? Also man sagt, ein Himmelskörper, der einen Planeten, denke ich jetzt mal, das ist kein Wikipedia-Eintrag, den ich jetzt zitiere, ich habe null Ahnung, aber ich würde sagen, irgendwie so ein Stern, der einen Planeten bestrahlt, in einem Sonnensystem, Sonnensystem, was eigentlich lustig ist, eigentlich müsste es Sternensystem heißen, wenn es keine Sonnen gibt. Also gibt es Sonnen? Es gibt Sonnensysteme. Also muss es dort eine Sonne geben. Also ist die Sonne ein eigenständiger Himmelskörper. Also im Sinne von eine eigene Art Himmelskörper. Wie halt ein Planeten, Asteroid oder was weiß ich. Es bringt nichts. Obwohl ich mir auch nicht sicher bin, ob ein Asteroid ein Himmelskörper ist. Forschung abgeschlossen. Ich kenne mich da echt nicht aus. Aber so Begrifflichkeiten sind unglaublich interessant. Müssten mal die NASA anrufen. Die muss das doch wissen, oder? Einfach mal bei der NASA anrufen. Ja, hier, sorry. Ich weiß nicht, was sind Himmelskörper? Was ist eine Sonne? Bitte erklärt's. Ich glaube, die täten... Aber es wäre sicher lustig. Einfach mal. Ich glaube aber auch nicht, dass du einfach. Kann man bei der NASA einfach so anrufen? Die haben doch mit Sicherheit irgendeinen Kundenservice, oder? Oder irgendwie sowas in der Art. Oder? Ich weiß es nicht. Wäre auf jeden Fall lustig. Einfach mal bei der NASA anrufen. So, jetzt muss ich allerdings gucken. Ich kann nämlich Schiffe bauen. Ich will wissen, welche brauche ich noch. Also, ich habe einen Kommandokreuzer. Ich habe ein paar leichte Träger. Das ist egal. Ich habe Sova-Träger. Schlachtkreuzer. Schlachtschiff. Kolonialkreuzer. Schwerer Kreuzer. Panzerkreuzer. Ich glaube, ich baue noch einen Panzerkreuzer. Da habe ich nämlich nur... Wie viel habe ich denn? Einen. Und dann vielleicht noch mal einen Kommandokreuzer. Gibt's nicht. Ist wieder was anderes. Aha. Bomberstaffel, Bomberfregatte, Korsev Schlachtkreuzer. Ja. Enterkommando Abrissteam, das reicht mir einmal. Vor einem bevorstehenden Piratenüberfall. Ich mag die Raketenbatterie sehr gerne. Die ist ausreichende super. Metalle. Piratenstreitkräfte. Ja, aber solange sie nicht mich angreifen, ist mir das wurscht. Wir sind bereit! Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. So, hier geht jetzt langsam alles den Bach runter. Ich glaube, ich muss bis 4 Uhr aufnehmen. Und dann nochmal 20 Minuten. So ungefähr. Ich bin da nicht so super. Jetzt kommen die dicken Kanonen. Na, die dicken Kanonen. Zeit ist knapp. Zeit ist knapp für meine dicken Kanonen. So, dann rüsten wir meine dicken Kanonen noch ein bisschen auf, damit sie noch ein bisschen dicker und länger werden. Und schließlich schauen wir mal, dass wir Matsuda einnehmen. Wir haben doch hier irgendwo... Wo ist denn der? Nicht genug Antimaterie. Wie viel braucht denn der? Forschung abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen soll. Ach, egal. Jetzt bin ich wegen den dicken Kanonen so durcheinander, dass ich hier statt Extraktionsrate 33% Erektionsrate gelesen habe. Geil, oder? Einfach nur geil. Piraten sind unterwegs. So, greifen nicht mich an, sehr schön. Ah, das Gehirn ist schon ziemlich lustiges, aber. Das ist schon ziemlich lustig. Ihr Freund und Helfer. Hä? Oh Gott. Ich glaube, Mumme muss ich nicht niesen. Ich dachte, ich hätte da schon mehr. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. So.
Ihr Freund und jetzt, was ist mit dem... Mehr Antimaterie benötigt. Ja, wie viel hast du? 81. Wie viel brauchst du? 90. Ihre Befehle, Kommandant? Fang zwar an. Ne? Ich weiß aber noch nicht, welches andere Großkampfschiff ich bauen soll. Hier. Vielleicht nochmal Schlachtkreuzer. Schilderneuerung. Wie viele Schlachtenkreuzer habe ich denn? Hab nur einen. Ja, machen wir noch einen. Noch einen Schlachtkreuzer. Rasensprung abgeschlossen. Und ja, Kolonialkreuzer habe ich noch. Schlachtkreuzer. Korsev, das ist ein Dunov. Kohlschlachtschiff. Dann machen wir noch zwei. Und dann ist gut. Obwohl. Vielleicht doch mehr Panzer. Mit Raketenhaare und. Panzerkreuzer. Mehr dicke Kanonen und mehr Boom Boom. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Schriekenkorvett, Raketenfregatte, Bomberfregatte. Und dann noch ein paar. Übrigens, da fällt mir ein. Nope. Da fällt mir ein. Forschung. Carrier bereit. Protoss Carrier OP. Laut und deutlich. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Eine gute Entscheidung. Was ist denn jetzt hier? Ihre Befehle, Kommandant? Der Einfluss ist zu hoch. Ah, schaut sich das an. Wir sind unterwegs. Ja, dann gehen wir hier nach Clusius. Was für ein blöder Name für einen Planeten. Da finde ich Liriope schöner. Alle Geschütze bereit. Firenis? Na, geht so. Pavamenon? Sibelius ist ein sehr schöner Name. Kaburaki ist auch in Ordnung. Rakos, ja. Spiraea? Ein bisschen zu exotisch. Ikeda? Klingt zu sehr nach Ikea. Piraga? Das geht so. Alle Geschütze bereit. Agasthenes? Palatia finde ich schön. Soleikus? Forschung abgeschlossen. Ja. Eumelos ist nett, ein schöner. Tekla? Na, oh Gott, was ist das denn? Gethsemane? Na, komm, bitte. Calliope ist schön. Kaizuka? Ja, geht so. Sakharov? Geht. Uriani ist schön. Echemon? Kania finde ich toll. Fire. Oh oh. Jetzt muss ich mich beeilen. Wir sind bereit. Okay. Diese Raketen feuern sich nicht selbst ab. Jetzt haben wir hier Stress. Aber ich habe Notfallstrukturen. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Ja, ich werde jetzt hier nichts bauen können, ne, während hier angegriffen wird. So. Alle Geschütze bereit. Aber das sollte kein Problem sein. Die Sternbasis hält eine Menge aus. Ja, die hat sehr viele Schilde. Und Firenis wird da nicht bekommen. Das kann er sich voll abschminken. Ihre Befehle, Kommandant. Wäre cool, wenn die bald springen würden. Wir sind bereit. Ich werde nicht. So, los geht's. Da muss ich jetzt halt durchhalten. Und ich muss mal gucken, ob ich auf die. Ja gut, der hat da ja nur Kleinkram. Eigentlich brauche ich da gar nichts machen. Was will der mit dem Bissel? Alle Geschütze bereit. Trotzdem sollte ich auf diese Bedrohung angemessen reagieren. Ist einfach so. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Ja, das weiß ich ja. Da ist mir nichts neu. Was haben wir hier? Wurmloch-Navigation, Langstreckensprünge. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Sternsystem, Wurmlöcher. Ja, ist ganz gut, aber nee. Ui, das ist praktisch. Das ist sehr praktisch, wenn ich gut Kultur habe. Forschung abgeschlossen. Okay. Grundausbildung.
Phasensprung auf mein Signal. Zivilverkehrsschutzgesetz. Verstärkte Zivilschiffe ist auch nicht schlecht. Rasche Bewilligung. Jetzt forschen wir einfach mal alles, ne? Alles, was noch fehlt. Mehr Kristalle benötigt. Ja, forschen wir jetzt noch. So. Man könnte meinen, das schaut bitter aus, aber die Schilder halten, die Hülle auch. Und ich habe noch eine zweite Basis, also den Planeten bombardiert er gar nicht. Der hat da ja fast nichts. Ich muss danach nur gucken, was alles zerstört hat, ne? Aber das wird schon passen. Zeit ist knapp. So. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Jetzt geht's rund. Das wird teuer. Die Atombombe tut nämlich ordentlich weh. Komm schon, ich will die Nuke sehen. Was soll zerstört werden? Zeig sie mir. Carrier bereit. Ich will die Nuke sehen. Na los. Da ist sie. Da vorne fliegt sie. Es war aber eine kleine Nuklearbombe. Naja. Ist egal. Verstärkung greift in die Schlacht ein. Da macht das Bereit. Macht er nicht mehr lange mit. Vorsetzen. Nee. Keine. Bereit. Keine Sorgen muss ich mir da machen. So, Raketenbatterie. Da war der Einfluss, der kulturelle Komsat Einfluss hat zu hoch. Im Anflug erfasst. Ja, darf er machen. Mit Plänklern und so. Ich weiß ja, was er sich davon erhofft, aber es ist halt Schwachsinn. Ja, gut, die kriegt langsam ordentlich Probleme. Die Basis. Langsam kriegt sie ein paar Probleme. Aber vielleicht hält es durch. Mit ein bisschen Glück. Ja, jetzt kommt die Verstärkung. Jetzt tut's weh. Jetzt wird's weh tun. Autotech. Oder was, Treblenkler? Transportkreuzer, die müssen weg. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Wenn wir die zerstören, dann haben wir es geschafft. Weil dann müssten auch alle anderen Schiffe von ihm zerstört werden und dann ist es kein Thema mehr. Ich kann noch zwei große Kampfschiffe bauen. Ich glaube, ich hole mir nochmal zwei Träger. Raketenbatterie. Ich finde die so nützlich. Schwere Kampfflieger, Schnellbauverfahren. Da kann man so richtig so mit Kraft durchdrücken. Komm, Link online. Das tut unterwegs. Ihm einfach nur Erwarte weh, Befehle. Wenn da halt plötzlich 50, 60, 100 Geschwader auf ihn drauf bombardieren, werden? Dann ist das schon ordentlich. Forschung abgeschlossen. Bereit. Raketenbatterie. Bomber bereit. Das holen wir uns noch. Instruktionen. Der Titan. Erklärt's mir bitte mal genau, was bei dem Titan ich machen sollte. Also ich glaube, die befestigte Superstruktur ist sehr nützlich. Waffenschaden, ja. Antimaterie, ja. Ich glaube, da mache ich alles so ein bisschen. Inspirieren müsste super sein. Unterbrechungsmatrix ist auch nicht schlecht. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Also ich weiß halt nicht, was ich mit dem Titan groß machen soll. Was ist denn der maximale Level, den ein Titan erreichen kann? Weil ich muss sagen, die rasende Verteidigung mit Hülle reparieren pro Sekunde ist nützlich. Schadenswirkung ist super. Also das ist sehr stark. Schadensreduktion, Bams. Auch hier inspirieren und beeinträchtigen. Ziele verbündet oder feindliche Besitz befinden in den Planeten. Kostet der Titan Nachrichten zu allen Schiffen. Erhalten eine höhere Feuerrate, mehr, also schneller feuern, das ist super. Das ist schon richtig stark. Finde ich jetzt persönlich. Und der Antimaterie-Trichter, ja, damit können halt schneller mehr Leute schießen, also Antimaterie nutzen, denke ich. Und
Hier, mehr Waffenschaden. Das ist schon nützlich. Obwohl ich glaube, ich werde weniger auf Waffenschaden gehen. Ich meine, der Titan ist schon sehr gut, aber der Tech sieht eher nach einer defensiven Unterstützungseinheit aus, die alles bufft. Das heißt, da werde ich als letztes auf Schießfähigkeit gehen. Eher hier auf mehr Hülle. Ich meine, der hat ja jetzt schon gute Hülle. Aber wenn ich das noch erhöhe, dann wird der richtig tanky, wie so eine Sternenbasis. Mit dem Schilden und so wird das dann richtig nice. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Wo denn? Ist egal. Zeit ist knapp. Bestätigt. Ich werde nicht versagen. So, jetzt sammeln wir uns hier und dann greifen wir weiterhin an. Und ihr erklärt's mir, oh, bitte nicht laden, nope. Erklärt's mir bitte mal dann, wie das mit dem Titan genau ausschaut. Und bitte mit Begründung, warum. Hey yo, und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.